schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zu einer neuen Folge Chiropraktik. Wir haben heute den Marc zu Besuch. Servus, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Hi, mein Lieber. Ja, sehr schön. Hi. So, hätten wir das erstmal. Marc, was kann ich für dich tun? Ja, gute Frage. Ich bin hier, weil ich habe schon seit langer Zeit Knieprobleme. Mhm. Genau, ich wurde auch operiert. Ich hatte mir meinen Meniskus mal gerissen. Ja. Wurde dann mit einer Arthroskopie operiert. Also rechtes Knie, linkes Knie? Rechtes Knie. Innenmeniskus, Außenmeniskus? Innenmeniskus. Rechtes Knie, Innenmeniskus. Ja, war da was mit dem Band auch? Nee, nur der Meniskus war eine ganz blöde Story. Ich bin beim Frisbee-Spielen, bin ich irgendwie gesprungen, aufgekommen und dann so verdreht. Und seit da an fällt es mir einfach schwer. So, ja. Genau. Und dann, die OP war dann, dass der Meniskus, da war ein Riss drin. Genau, der wurde geglättet. Genau, ja. Ja, also, kurzer Exkurs vielleicht. Ja. Für euch auch, Meniskusriss. Da denkt man ja immer, wenn was gerissen ist, warum wird da was geglättet? Also, macht ja nicht irgendwie Sinn. Man denkt eigentlich eher, man näht was oder so halt, ne? Aber das Knorpelgewebe einfach mal eben so zu nähen, das geht halt nicht, ne? Und was passiert, wenn der Knorpel reißt, wenn man da mal ins Knie reinguckt mit einer Kamera, dann sieht das richtig so aufgefasert aus. Ja, ja, also dann so ausgefranst. Genau, ausgefranst. Ja, genau. Und das ist natürlich schlecht, weil diese Fransen sind natürlich auch mitten im Gelenkspalt dann drin. Und deswegen, das wird dann geglättet. Ne? Okay. Das wird dann quasi mehr oder weniger weggefräst. Ja. Ja, so genau. Nochmal als Exkurs, ja. Genau, das ist quasi gemacht worden. Und ja, danach hatte ich auch Physiotherapie und alles so, was dazugehört. Genau. Wann war das? Das ist jetzt, glaube ich, schon 4 Jahre her. Ja. Genau, okay. Genau. Ja, und seitdem ist eigentlich nichts mehr, wie es dann war. So, ne? Also ich kann jetzt so, ich komme selber aus dem Volleyball, Fußball und sowas. Also Fußball geht jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also alles, wie alt bist du? Ich bin 26. Mhm. Genau. Also alles, was mit viel Laufen zu tun hat, wie Joggen jetzt, ist eigentlich nicht mehr machbar. Sonst so ein paar Sachen irgendwie. Volleyball geht noch, da kann ich auf mich selber aufpassen, ohne irgendwie Fremdeinwirkung. Genau, Fahrradfahren, Rudern, solche Sachen mache ich viel. Mhm. Genau, aber jetzt so wirkliche, so Ballsport, Zweikampf und sowas mache ich nicht mehr. Gut, was passiert denn dann? Beschreib mir das Ganze doch mal. Ja, also im Sport selber ist es so, dass ich weniger Schmerzen habe, sondern dass der Schmerz erst anschließend dann kommt. Ja. Also als wäre ich dann, keine Ahnung, 2 Marathons gelaufen, was auch immer. Mhm. Und das ist eigentlich das, was dann erst hinterher dann so das Problem ist. Was natürlich schwieriger macht, weil wenn es bei der Belastung an und für sich noch einigermaßen geht, weiß man nicht, wie man es abschätzen kann. Aber genau. Deswegen 4 Jahre, du hast jetzt deine Erfahrung gesammelt. Gut, dann jetzt nehmen wir mal an, du hast es überlastet. Dann beschreib mir jetzt doch mal bitte den Schmerz im Knie. Ja, also der Schmerz im Knie ist jetzt nicht so, also es ist ein leichtes Stechen, aber eher das Gefühl, als wenn da noch irgendwas drin wäre, irgendwie eine, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, Wassereinlagerung, als wäre da irgendwas, was da irgendwas, ja nicht. Warum? Hast du das Gefühl, dass du dann Streckung, Beugung, ist da irgendwas dann eingeschränkt? Nee, eigentlich nicht. Sondern, aber in der Bewegung wird ein Schmerz provoziert oder einfach in Ruhe? Auch, also eher in Ruhe. Wenn ich dann. Und in Ruhe hast du dann das Gefühl, dass da trotzdem noch was drin ist, was da nicht hingehört? Genau, genau. Ja. Merke eins, immer die Aussagen deines Mitmenschen ernst nehmen und vor allem auch eines Patienten. Und dieses Gefühl, wann hat sich das denn eingestellt nach der OP? Ich würde sagen, ziemlich danach, wo ich auch wieder Sport machen konnte. Ja, und ist seitdem nochmal das Knie kontrolliert worden? Ja. Genau, da wurde dann gesagt, ist alles super. Wann war das? Wann ist das? Das letzte Mal war jetzt, würde ich sagen, vor 1,5 Jahren. Und was ist da gemacht worden? MRT? MRT, genau. Und dann wurde gesagt, alles cool. Genau, und dann wurde mir gesagt, Sie sind eigentlich
topfit, topgesund. Auf den Bildern kann man nichts mehr sehen. Man sieht, dass da was war, aber es ist verheilt. Und genau, aber trotzdem merke ich ja, ey, da ist noch was so. Ne? Das ist quasi mit diesem Problem, laufe ich jetzt durch die Gegend und bandagiere immer alles und sowas. Ja. Okay. Fuß, Hüfte, rechts, soweit in Ordnung? Ich denke schon, ja. Also habe ich jetzt keine auffallenden Probleme oder linkes so. Bein ist auch in Ordnung? Ja. Gut. Okay. Mhm. Das rechte Knie, hatte das vor dem Meniskusriss irgendwas mal? Ja, und zwar ein Tractus iliotibialis Syndrom. Das hast du noch niemals aufgeschrieben. Nein. Respekt. Ja, was heißt denn das? Ich glaube, irgendwas, der Tractus hier außen geht ja, glaube ich, lang, der ist verkürzt. Ja, ich glaube sowas, aber ganz genau. Ja, ja, das hast du eigentlich ganz, ganz schön gesagt. Guck mal, ja, gerade an. Ja. Hier, da, hier, da, das ist der Tractus. Ja? Ilio, weil Ilium, Tibialis, weil er bis zur Tibia geht. Und hier stellen sich dann Schmerzen ein. Große Sehnenplatte, kommt so häufig zu Dysfunktion, muss man ordentlich durcharbeiten und dann stellt sich das Ganze eigentlich auch wieder ein. Genau, genau. Also das. Ja, okay, ja, das nehmen wir mit. Das kann ja ich aber jetzt nicht wirklich in irgendeinen Zusammenhang bringen. Fragen fallen mir nämlich auch gerade gar keine mehr ein. Jetzt ist eigentlich wieder viel Neugier da. Also ich muss jetzt einfach mal gucken, was ja ich finde. Und haben wir irgendeine Art, eine Möglichkeit, diesen Schmerz jetzt zu reproduzieren, ohne, also wenn jetzt zum Beispiel eine tiefe Hocke oder so? Wollte ich gerade sagen, genau. Ja. Also wenn ich das Bein anziehe, ja, oder in die tiefe Hocke gehe, dann kommt dieser stechende Schmerz. Also, das passt zu dem, was du beschrieben hast. Warum? Das ist natürlich bei maximaler Beugung des Gelenkes, ist auch mit Abstand am wenigsten Platz in diesem Gelenk. Okay. Und du hast trotzdem das Gefühl, dass da was ist, was nicht hingehört. Jetzt nehmen wir mal an, da ist etwas, was da nicht hingehört. Dann ist das ein raumfordernder Prozess. Also, es ist ja was da, das braucht Raum. Ja. Hm. Wenn du das Knie jetzt komplett zusammendrückst und da ist aber kein Raum für etwas, was nicht da sein sollte, dann tut's weh. Okay. Insofern könnte sein, dass das stimmt. Hoffen wir es mal nicht, weil Bohrmaschine habe ich gerade nicht hier. Aus dem Kniegelenk rausholen kann ich dir nichts. Mhm. Aber wir gucken jetzt einfach mal und machen dann gleich mit dem Test weiter. Hm. Fußbändchen. Aus Brasilien. Immer mal was Neues, oder? Stark, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja. Du hattest gerade erwähnt, du wolltest irgendwas mit dem Stehen sagen. Genau, was noch dazu kommt, ist, dass jetzt langes Stehen ja teilweise noch schlimmer ist als die Belastung oder das Gehen, Laufen selber. Ja. Weil ich dann auch immer den Drang habe, ich muss mich irgendwie bewegen. Also lange auf einer Stelle stehen ist echt nach einer halben Stunde. Was passiert dann vom Gefühl her? Ja, es wird irgendwie, alles verdichtet sich, alles wird eng und ja, das, ja. Auch das Gefühl, dass dann da was drin ist, was nicht reingehört? Ja, genau, auch genau, dieses Gefühl, genau. Kein Stechen, mhm, genau, das halt nur, wenn ich irgendwie das Bein mhm ranhole mhm oder so. Mhm. So ein bisschen mit den Venen in der Familie was zu tun? Ja, man sieht schon hier, ne? Ja. Das ist, ja, also meine Mama auch mit Krampfadern. Ja, doch. Okay. Denkt man bei dir erstmal nicht, also das ist meistens eine Bindegewebsschwäche. Ja. Und die dann auch durchkommen, sieht man bei dir eigentlich so jetzt erstmal nicht. Aber nehmen wir einfach mal mit auf. Hast du mal Einlagen getragen? Ja, trage ich auch immer noch. Ja, nämlich? Warum? Ich glaube, Senkspreizfuß. Ich glaube auch. Und dazu auch noch so ein bisschen, also du hast hier noch eine ganz schöne Krümmung mit drin. Also da kommt einiges zusammen.
glatt hier vorne, dafür die Längsgewölbe sind aber noch okay. Quergewölbe existieren nicht, wie bei 99% der Bevölkerung. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Die Gelenke gehen eigentlich auch noch. Die Einlagen, trägst du die in allen Schuhen? Nee, nee, nicht in allen. Quod erat demonstrandum? Ja. Nö. Sondern in welchen? In denen, wo ich auch viel mitgehe. Okay. Also die Schuhe trage ich jetzt auch nur, wenn ich weiß, ich muss nicht viel gehen. Stehst du überhaupt mal hier auf dem Vorfuß? Also so stehe ich nochmal, wo ich jetzt stehe. Ja, weil gerade deine Zähne hier vorne immer abgehoben sind. Stehst du immer so? Stehst du so hinten auf der Ferse? Merkst du das? Nicht? Nee. Gut. Aber guck mal hier, also, ja. Ist das jetzt Absicht oder? Nee, der haut hier die ganze Zeit immer nach oben ab, der hat überhaupt keinen Fußkontakt, keinen Bodenkontakt. Ja, das heißt eigentlich, dass du da hinten stehst die ganze Zeit. Naja, man muss immer, ne, was einem auffällt, was sagt einem das? Das sagt mir einfach nur, dass du links nicht richtig belastest. Aber warum tust du das nicht, wenn rechts deine Schmerzen sind? Boah, das heißt, wenn, guck mal, hier, der bleibt auf dem Boden. Ne? Ja. Der hier fliegt die ganze Zeit immer wieder nach oben. Ja. Das heißt, eigentlich rein theoretisch steht dein Körpergewicht hinten und mehr auf rechts. Obwohl du rechts deine Probleme hast. Das ist doch ein bisschen komisch, oder? Ja. Also das solltest du einfach mal einmal... Ich mach's mir mal gemütlich. Tja, dann müssen wir uns doch noch das Becken angucken. Da solltest du in Zukunft mal drauf achten. Okay. Nämlich insofern, kleine Übung. Oberkörper ein bisschen nach vorne fallen. Hier mit der Hüfte nach vorne kommen. So, genau. Spürst du das vorne? Guck mal. Ja. Jetzt fängt er an zu arbeiten. Und jetzt sehen wir eigentlich auch, dass links sogar fast ein bisschen mehr arbeitet als rechts. Versuch mal, dass beide Füße gleichmäßig belastet werden. Versuch das mal mit. Ja. Gehen wir da noch ein bisschen rüber. Wie ist das? Ja, jetzt ist auf jeden Fall rechts mehr. Dann komm ein bisschen weiter nach links. Wie ist es jetzt? Ich würde sagen, jetzt ist gleich. Okay. Das ist eine Wahrnehmungsübung, das merkst du dir mal, ja? Okay. Weil kann nicht schaden. Du hast auf einer Seite Probleme, dein Körperschwerpunkt ist aber nicht in der Mitte. Okay. Kann nicht sein, wenn der hier die ganze Zeit oben ist. Ja. Okay? Okay. Gut. Nehmen wir das mal einmal auf. So, jetzt haben wir, das wird eine lange Folge heute, glaube ich. dann geh mal bitte runter, einmal in die Knie gehen. Ne, geh ruhig mit dem Pumpus hinten auf die Fersen. Ja, das geht nicht. Genau, jetzt merken wir es hier. Also weiter geht nicht. Aufgrund des Schmerzes? Genau. Genau. Und jetzt hast du gerade irgendwo hingezeigt, genau da. Ja. Okay, geh mal wieder hoch. So, ist immer so bei Bewegung, natürlich die Haut verschiebt sich immer ein bisschen. Jetzt sehen wir aber trotzdem, hier ist Oberrandpatella, hier ist Unterrandpatella. Und also Kniescheibe, ne? Die sitzt immer genau auf dem Knie drauf. So, das ist ungefähr, also ist die Mitte der Patella auch ungefähr Mitte des Knies. Wenn wir jetzt mal hier die Mitte, dann gehe ich zur Seite und komme hier auf das Kreuz. Was sagt mir das? Das ist ungefähr Kniegelenkspalt. Und im Kniegelenkspalt ist der Meniskus. So, passt ja zusammen. Passt irgendwie, ne? Ja. Also nehmen wir auf hier. Das hier, weißt du noch, ob das Meniskus Vorderhorn oder Hinterhorn ist? Das ist Vorderhorn, da ist Hinterhorn. So nennt man das Ganze. Weißt du das noch? Ich meine Vorderhorn, aber bin ich mir jetzt nicht... Okay, gut. Ja, nehmen wir das doch erstmal auf. Lassen das kurz nochmal sacken und dann darfst du dich jetzt gleich mal ein bisschen ausruhen im Rücken. Oder auch nicht. Klar. Und nun kommen wir zum Sponsor unseres heutigen Videos, Pino. Pino ist Marktführer von Produkten in den Bereichen Therapie, Training und Wellness. Unter www.pinoshop.de findest du alles rund um das Thema Gesundheit. Heute darf ich dir dieses geniale Gerät vorstellen, das Physio-Tool. Ob du jetzt Therapeut bist oder Hobbymasseur, es ist völlig egal. Jeder kann dieses Gerät gebrauchen. Warum?
Es schont deine Gelenke und gleichzeitig kann jeder, der auch nicht so kräftig ist, richtig tief damit ins Gewebe gehen. Und es ist wirklich furchtbar einfach. Du hast einen super Grip, du kannst nicht abrutschen und vor allem auch die Form zeigt dir einfach schon, was du damit machen kannst. Mit der Spitze kannst du super durch das Muskelfasziengewebe durchgleiten und die Strukturen lösen. Du kannst einzelne Triggerpunkte drücken und somit richtig in die Tiefe kommen. Wenn du das Gerät umdrehst, kannst du mit der konkaven Seite zum Beispiel die Halswirbelsäule hinten ausstreichen oder auch an der Wade arbeiten. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Wir haben schon vieles getestet hier in der Praxis an Geräten, aber das hier, wir sind so begeistert davon, dass wir das erstmal für alle Therapeuten sofort bestellt haben. Auch du kannst das zu Hause gebrauchen, also bestell unter www.pinoshop.de dieses Physio-Tool. Ich bin begeistert. So, Marc, eigentlich kriegt jeder hier so eine Rolle drunter, damit der Rücken sich entspannt etc. Das machen wir jetzt aber mal nicht, weil ich muss jetzt nochmal gucken, was dein Kniegelenk denn so in Streckung sagt. Weil im Stand, habe ich vorhin nicht gesagt, hast du schon so eine leichte Beugung auch im rechten Knie so ein bisschen entwickelt halt, ne? Mhm. Müssen wir mal einmal gucken. Wie ist das? Das geht. Gut. So, ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Lass mich mal einfach das Kniegelenk bewegen. Einfach mal schauen, was ich so spüre. So. Dass die Kniescheibe ab und zu mal ein bisschen springt, da tut's weh? Ja, genau. Oh, das ist auf jeden Fall schon mal sehr klar zu benennen. Gut, kommen wir nochmal dazu? Ja. Hier? Vorne? Ja. Das ist auch hier hinten. Vorne. Ja, kann ich schwierig gerade... Ja. Na, lass mich mal einmal kurz was kontrollieren. Ich guck mal einfach nur... Jetzt. Also das ist halt von der... Beugung her, ne? Links ist, kommt, also rechts kommt ungefähr auch so weit wie links, also es ist wirklich fast am Ende, ganz da, am Ende der Beugung, wo es dann wirklich sehr, sehr, sehr eng wird. Okay, gucken wir mal einmal. Lass mal hier locker. Ja. Ja. Da? Ja. Schlimmer oder? Schlimmer, ja. Wie ist das? Oh, das war auch schlimm, ja. Ich glaube, das waren so ziemlich die eindeutigsten Meniskustests, die wir bisher hatten. Ja. Das sind Meniskus-Provokationstests. Die benutzt man, um zu gucken, ob mit den Menisken auch alles in Ordnung ist. Okay. Macht jetzt nicht so richtig den Anschein, ne? Ja. Also, ich glaube, ich kann jetzt schon mal vorab, also ich persönlich bin der Meinung, dass da irgendwas mit dem Meniskus nicht stimmt. Okay. Irgendwie passt das alles nicht so. Ja, also du hast von Anfang an nach der OP dieses Fremdkörpergefühl gehabt. Mhm. Volle Beugung ist typisch für Meniskus, du hast das Gefühl, da ist was drin. Du zeigst mir den Schmerz genau im Gelenkspalt an, da wo der Meniskus sitzt. Schaden war Vorderhorn. Das ist Vorderhorn. Meniskustests positiv. Also ich glaube, ich werde dich jetzt behandeln. Ich werde das tun, was möglich ist. Wir werden dann auch gleich testen, wie sich der Schmerz darstellt. Aber ich persönlich, da kann ich mich eigentlich festlegen, habe das Gefühl, dass da im Knie noch irgendwas nicht stimmt. Okay. Ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was du hören möchtest, aber erstmal fange ich an zu behandeln und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, alles klar. Aber
Ich weiß es ja selber nie. Das sind ja nur Mutmaßungen. Klar. Aber bei dir sind jetzt so ein paar Sachen, die mir schon sagen, puh, das ist eigentlich relativ offensichtlich für mich. Ja. Aber weißt du, was manchmal geil ist im Leben? Ich überrasche mich manchmal selber. Und dann, wer weiß, vielleicht habe ich auch gar nicht recht. Und ich fange jetzt auch erstmal an, weil hier gibt es viele Strukturen, die man bearbeiten kann. Und das Schöne ist, wir haben ja einen ganz klaren Test, der dich provoziert. Und den werde ich gleich immer mal wieder machen. Und dann gucken wir einfach mal, wie sich der Schmerz verändert hat oder nicht. Okay? Ja. Dann haben wir nämlich da ein sehr schönes Kriterium. Und was ich jetzt natürlich noch mache, ist erstmal rund um deinen Schmerzpunkt in das Gewebe zu gehen und dann auch nochmal zu gucken, was ist denn da jetzt eigentlich rund um das Gewebe noch los? Oberschenkelknochen, da oben, da, das ist das obere Ende vom Oberschenkelknochen. Und dann gucken wir noch mal einmal kurz. Schauen wir mal hin. So, da ist der Kniegelenkspalt. Da. Jetzt kann ich schön den Spalt noch mal. Und das Kreuz war etwas höher. Okay. Aber Kreuz war genau da, aber die Haut verschiebt sich halt auch, ne? Mhm. So, jetzt bin ich genau auf dem Kreuz. Kurze Quizfrage. Aus welchen Knochen besteht das Kniegelenk? Du überlegst mal und ihr überlegt auch mal eben. Und? Aus welchen Knochen besteht das Kniegelenk? Willst du jetzt die Namen wissen, oder? Ja, auf Latein bitte. Ja, das untere Ende vom Oberschenkel und das obere Ende vom Wadenbein oder Unterschenkel. Woraus besteht der Unterschenkel denn? Guck mal, das sind zwei Knochen. Einmal hier unten, einmal hier. Ne? Die Knöchel werden von den beiden Knochen gebildet, die den Unterschenkel ausmachen. Hast du Wadenbein gesagt? Ja, habe ich gesagt. Fällt dir noch eins ein? Schambein. Ein schönes Wort. Aber was war das? Wie wäre es mit Schienbein? Ah, ja. Ja. Schienbein. Ne? Aber nur einer von beiden bildet das Kniegelenk mit. Okay. Ja, wenn du so sagst, dann bestimmt das Schienbein. Das Schienbein, so sieht's aus. Das Schienbein ist wesentlich größer als das Wadenbein und deswegen viele denken, dass Schien und Wadenbein das Kniegelenk bilden. Das stimmt aber nicht, das Wadenbein hängt unterm Kniegelenk. Deswegen ist es eigentlich nur von oben Oberschenkelknochen und von unten Schienbein. Dann gibt es das Schienbeinplateau und das Oberschenkelplateau. Und die kommen so zusammen. Und das hier muss gepolstert werden durch Menisken. Jetzt haben wir nämlich noch, dann hast du gesagt, wir haben diese Bewegung, diese Provokation, aber jetzt kommt noch hinzu im Stand. Mhm. Und was passiert im Stand? Schwerkraft drückt die ganze Zeit, also Kompression, Kompression, Kompression. Ist da wieder irgendetwas, was da nicht hingehört, dann kommt der Druck irgendwann an diesen Punkt und dann reizt das. Dann bewegst du wieder so ein bisschen, dann umgehst du das Ganze, dann wird es wieder ein bisschen besser, stehst aber still, kommt da halt wieder ein Druck drauf halt, ne? Jetzt einfach wirklich mal alle Faszien, die hier nach oben auch wegstrahlen, einmal durch von diesem Punkt hier.
gucken wir noch mal einfach einen kleinen, erstmal ein bisschen in Bewegung kommen. Dann gehen wir mal langsam ran. Und da kommt der Schmerz. Jetzt, ja. Ja, man merkt dann nämlich auch irgendwann so diesen Widerstand, wie er sich verändert, von elastisch zu langsam fest werden. Und dann weiß man irgendwann, okay, fest, da geht dann halt auch nicht mehr weiter. So, da. Ja. Muss gar nicht sagen, dein Zucken ist schon Aussage genug. Und du hast ja jetzt in den 4 Jahren wahrscheinlich auch einiges ausprobiert, ne? Ja, durchaus. Aber du bist eigentlich immer noch an dem gleichen Punkt wie nach der OP. Ja. Halte ich mal bitte oben an der Bank fest. Ja. Und den Oberschenkel lässt du locker. Was ich jetzt mache, ist ein bisschen das Kniegelenk wird halt von den Kreuzbändern und vom Innenband, Außenband gesichert halt, ne? Und da ist halt super viel. Also das richtig, ich versuche das ein bisschen auseinanderzuziehen. Um dem Ganzen ein bisschen Platz zu geben. Aber das ist natürlich nicht so ganz easy. Da tut's weh, ne? Ja. Ist es da? Geht das? Ja, das geht. Okay. Ich finde sowieso, dass du eigentlich relativ locker bist. So, ich gehe ziemlich tief ins Gewebe, aber du scheinst es gar nicht so grob wahrzunehmen, ne? Ja, also ich mache halt selber öfter was mit irgendwie Faszienbällen und sowas. Vielleicht bin ich da schon so ein bisschen abgestumpft. Genau, also ich glaube, links wäre das auch nochmal anders. Dann komme ich da kaum tief genug rein. Wie geht das? Ist okay. Ja. Gut. So, jetzt versuche ich mal wirklich mit der Kante direkt in den Kniegelenkspalt reinzukommen, soweit es geht. Ich brauche jetzt noch mal einmal, müssen wir noch mal ganz kurz genau versuchen, genau den Punkt rauszufinden. So, merkst du jetzt den Schmerz? Ja. Jetzt. Finger. Höher. Nee, wenn tiefer. Ja, genau. Da. Ja. Auseinander. Das ist ein schmaler Grat. Muss ich noch mal kurz gucken. Was ist mit diesem Punkt hier? Ja, das. Linda, ich brauche mal kurz einen Stift. Ich darf hier jetzt gerade wirklich nicht loslassen. Das ist jetzt. Ja, kannst du mal aufmachen, bitte? Ein ganz schmaler Grat. So, jetzt machen wir mal einmal. Das ist nämlich hier, ist der Kniegelenkspalt. Jetzt haben wir es aber, das hier.
oben, da ist der Oberschenkelknochen. Und an der Trochlea, das nennt man so, das ist so ein Rollhügel halt, hier inneren, geht nämlich der Schmerz doch tendenziell eher so ein bisschen hier, da rein. Wir gucken noch mal kurz einmal. Ich mache das nicht, um dich zu ärgern, ne, den Schmerz, das sondern ich, das, wir müssen da so ja. präzise, wie es irgendwie geht ja. sein. Schmerz merkst du? Ja. Da? Drück noch ein bisschen weiter. Weiter vorne drücken. Da? Mhm. Ja, genau, da. Ja. Also, jetzt sind wir doch wieder mitten im Kniegelenkspalt. Jetzt waren wir schon genau hier vorne. Und das ist wieder mitten im Spalt. Ich versuche jetzt mal wirklich nochmal an den Oberschenkel direkt, Knochen direkt oberhalb des Kniegelenkspaltes. Und da nochmal Reize zu setzen. Da? Mhm. Da? Wie ist es da? Geht? Das geht, ja. Ja, okay, gut. So, ich muss mal kurz einmal noch mal ein bisschen nachdenken. Mhm. Dann machen wir gleich weiter. So, Marc, ich gucke mir jetzt noch mal dein Becken an. Ja? Einfach weil ich nach 4 Jahren möchte ich einfach gucken, was dein Becken macht und in der Funktionalität ist das dem Kniegelenk nicht gerade zuträglich. Für euch schon mal auch zur Information mit dem Knie, ich werde da heute nicht weiter behandeln. Ich werde das aber auch gleich nochmal erklären, aber jetzt gucken wir erstmal noch, weil wir sind noch in der Behandlung, hier was der Rücken macht. Beug dich mal einmal nach vorne. Dann kommen wir wieder hoch. Nochmal nach vorne. Dann kommen wir wieder hoch. Und nochmal. Und wieder hochkommen. Und nochmal. Okay, dann kommen wir wieder hoch. Beckenbereich, alles in Ordnung. Also das ist für die vier. Du machst Übungen zu Hause, hast du gesagt, machst du auch irgendwie für eine Rückenübung oder Bauchmuskelübung oder sonst irgendwas? Ja, ich gehe ins Fitnessstudio und mache da dann, genau. Aber trainierst du auch da die Beine? Sehr selten. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Okay, pass auf, Marc. Setz dich mal bitte. Also, man muss jetzt einfach ganz klar einmal mal sagen, das, was ich als Therapeut machen kann, ist bei dir aufklären und gucken, wir können die Dinge abnehmen, wie und was man weitermachen kann. Ich sehe da gerade therapeutisch keinen Ansatz, wie ich dir helfen kann. Weil das alles einfach zu eindeutig dafür spricht, dass im Kniegelenkspalt da drin, dass da irgendwas mit dem Meniskus immer noch nicht stimmt. Okay. Und da kann ich nichts machen. Da kann ich an deinem Knie so lange ziehen, wie ich will. Ich werde da nicht so viel Platz reinbringen, als dass das dann wieder funktionell wird. Ja. Und da muss man dann einfach auch, ich muss als Therapeut dann einfach auch dafür dann auch die Verantwortung übernehmen und einfach mal sagen, pass mal auf, so, ich kann jetzt 1 Stunde, 2 Stunden an deinem Knie rum behandeln,
Aber ich habe gerade schon direkt gemerkt, macht keinen Sinn. Ich spüre in dem Gewebe überhaupt keine Dysfunktion, nichts, was da stören könnte, was da überhaupt nicht hingehört, was diesen Schmerz mit provozieren könnte. Und die Provokationstests weisen halt einfach zu deutlich darauf hin, dass etwas im Kniegelenk zentral drin nicht stimmt. Und ich glaube, dass das eventuell, das ist die Herausforderung, jetzt noch rauszufinden, was. Weil du hattest ja gesagt, dass du das hast nochmal kontrollieren lassen und dass dann aber auch alles in Ordnung war. Ne? Mhm. Jetzt haben wir schon gerade über den Arzt auch gesprochen und ja, ich habe dir gerade schon gesagt, ich werde dann mal mit dem Arzt telefonieren und dann mal gucken, meinen Punkt, meine Sicht nochmal genau schildern und nochmal genau sagen, dass er genau auf den Punkt nochmal im MRT nochmal achten sollte. Ja. Ja, auch im Alten hat er ja vorher. Ja. Mhm. Ne? Ja. Ich denke, dass das jetzt momentan noch das Sinnvollste wäre, weil ich glaube, Therapeuten und ich glaube, es gibt viele Therapeuten und viele Ärzte, die sich eigentlich eine enge Zusammenarbeit wünschen. Und mit diesem Arzt haben wir das, Gott sei Dank, auch. Ja. Was nicht selbstverständlich ist. Und insofern können wir uns da auch gut austauschen. Was da immer das Nonplusultra für den Patienten ist. Was aber leider, wie gesagt, nicht allzu häufig in Deutschland vorkommt. Insofern kann ich dir garantieren, dass ich da halt noch für dich dann weiter gucke, was wir machen können für dich. Jetzt rein therapeutisch, was ich manuell an dir machen kann, chiropraktisch, sehe ich da auch überhaupt nichts, was ich machen könnte. Übungstechnisch auch nicht, weil da ist ein Fehler im System. Mhm. Da ist noch ein Fehler und der müsste höchstwahrscheinlich nochmal weggemacht werden. Okay. Ich kann mir auch nicht sicher sein. Ja. Das sind ja alles nur Mutmaßungen. Mhm. Aber das ist meine Meinung, die ich mir jetzt gerade gebildet habe, was ich vorhin schon einmal aufgezählt hatte, halt, ne, zeigst genau den Kniegelenkspalt, es war Meniskus, Innenmeniskus, Vorderhorn, du zeigst mir Innenmeniskus, Vorderhorn. Bei der Beugung, bei den Meniskustests, bei den klassischen, hast du sogar bei beiden, der eine ist eigentlich nur für den Innen, der andere für den Außenmeniskus, aber du hast bei beiden reagiert, ja. Weil die Beugung halt einfach dich so stark halt auch provoziert. Dieses Fremdkörpergefühl im Gelenkspalt durch maximale Belastung, aber auch durch Stehen, spricht halt die Pufferfunktion, der Meniskus hat eine Pufferfunktion und das scheint bei dir einfach nicht zu funktionieren. Ja, okay. Und das ist halt, ne, ihr seht, Marc auch gerade ein bisschen Scheißwort, also ihr wisst, was ich meine. Ja, weil natürlich, ich würde auch am liebsten dich einmal gesund zaubern. Ja. Aber irgendwie muss man da auch mal sagen, nee. Ja. Geht nicht. Ja. Ich habe zu Hause tatsächlich noch das alte Sezierbesteck von meinem Vater, das er in der Anatomie benutzt hat. Also ich könnte schon noch ein Skalpell holen. Und da ist auch eine fette Pinzette dabei. Ich könnte mal drin, aber ja. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Wir haben hier keine OP-Bedingungen. Ja. Das operieren dürfte ich dich übrigens, ne? Ja. Mhm. Fragt euch mal, dürft ihr operieren? Darf jeder operieren? Also dürft ihr dich auch operieren? Richtig. Okay. Ja, das ist ein bisschen spooky. Ja. Aber da müssen wir auch gar nicht weiter. Wenn ich deine Zustimmung habe, dann darf ich dich operieren. Also insofern kannst du dir noch überlegen, vielleicht Teil 2 mit Skalpell und Pinzette? Ja? Ja, super. Stark, wir sehen uns auch. Nein, lieber nicht. Jetzt ist es wichtig, dass wir uns zusammen weiter abstimmen, was man noch tun kann. Und das ist erstmal nochmal das Gespräch mit dem Arzt. Und von da an schauen wir dann einfach weiter. Okay. Okay? Alles klar. Vielen Dank dir erstmal. Ja, also du hast heute nicht viel mehr als meine Meinung. Ja. Aber manchmal ist eine Meinung ja auch was wert. Ja. Also letztendlich geht es ja darum, dass du endlich wieder schmerzfrei wirst. Ja. Und da ist der Weg häufig, der geht nicht einfach geradeaus, sondern ist häufig wie so ein Flipper über viele Ecken. Mhm. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die Ecken so ein bisschen abkürzen. Hoffentlich. Das wäre halt wünschenswert. Okay? Ja.
Gut. Okay, also wie gesagt, ich glaube, trotzdem ein paar neue Erkenntnisse. Und jetzt müssen wir einfach zugucken, dass wir dein Knie halt in Zusammenarbeit auch mit dem Arzt dann wieder in Ordnung kriegen. Ja. Okay? Super. Vielen Dank dir. Gerne, gerne, Marc. Und ja, ihr seht, immer mal wieder was Neues, immer mal wieder was anderes. Und heute muss ich einfach ganz deutlich sagen, da kann ich persönlich mit meinen Händen nicht viel bewirken. Und es ist aber auch ein Ergebnis. Das ist genauso, du studierst gerade, ne? Ja. Das ist genauso im Studium, wenn man jetzt eine Bachelor- oder eine Masterarbeit oder sonst irgendwas, man muss nicht, also wenn du jetzt empirische Untersuchungen machst, man muss kein Ergebnis haben, kein signifikantes Ergebnis haben. Hauptsache, man kommt auf irgendetwas, das ist halt auch ein Ergebnis hat. Ja? Also insofern haben wir heute kein klares Ergebnis, sondern ein Fazit, sagen wir es mal so. Mhm. Ja? Ja? Ja, vielleicht trifft es das am besten. Okay, ich hoffe, dir hat es aber trotzdem auch gefallen. Heute mal ein bisschen was anderes und du schaltest beim nächsten Mal auch wieder ein. Gib uns einen Daumen nach oben, denk dran, Kanal abonnieren, komplett kostenfrei. Und ich habe heute ein paar Fragen gestellt und ich glaube, es gibt auch bestimmt ein paar Fragen zu beantworten. Schreib das einfach unten in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.